Hallo und... Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video, ein Unboxing-Video wieder. Und zwar Bruchgefahr, nicht werfen. Paket bis 5 Kilo. An den zarten Lippo Go Green. Sendungsnummer maximal 120x60x60 cm. Ja, das ist das, was heute angekommen ist hier. Das, der Schachcomputer der Novak Agate. Ich erwarte mir jetzt nicht die wahnsinnige Spielstärke davon. Ich werde das aber so machen, dass ich zum Beispiel entweder ich mache ohne Permanent Brain, dass die Geräte also nicht rechnen, wenn der Gegner am Zug ist. Meinetwegen Roma 10 Sekunden pro Zug ohne Permanent Brain. Dann fällt sogar nur 5 Sekunden pro Zug ohne Permanent Brain. Gegen 30 Sekunden pro Zug hier Linie. Oder Vancouver, das gleiche Spiel ohne Permanent Brain. Master Chess kann ich auch ohne Permanent Brain machen. Das ist Energiesparoption 1. Und dann dementsprechend niedrige Level bei denen und höhere Level für ihn hier. Dass das quasi so wäre, als würde er ebenfalls 5 Sekunden pro Zug haben, aber dadurch, dass er eben 6-mal mehr Zeit hat, dass dann eben das Gefühl wie ein 12 MHz Gerät wäre hier. So ist der Plan. Hier auch so das Netzteil hier, was ich mir dazu gekauft habe, weil er geschrieben hat, Batterien sind schon drin, deswegen ging ich davon aus, das Netzteil ist nicht dabei. Ja, was soll ich groß sagen? Ich wechsle da mal die Kameraperspektive. So, Tirum, geht es? Das Unboxing-Messer. Bemühen. So. Mach das hier mal erst ab hier. So, hierum geht das. Ich habe jetzt das hier abgemacht. Muss man nicht unbedingt sehen, von wem das ist. Das ist jemand, von dem habe ich schon ein paar Geräte gekauft. Und ich hatte mich vertan. Die Sendeverfolgung hat er doch dabei gegeben. Also, ich hatte erst gedacht, er macht es ohne Sendeverfolgung. Aber das ging dann immer recht schnell. Das heißt, wenn das Kind einmal unterwegs ist hier, sprich das Paket, dann dauert das nicht mehr sehr lange. So, mal gucken, ob das reicht. Ich lasse das mal offen. Nicht, das ist hier. Ich muss erstmal die Logik des Paketes hier verstehen, des Kartons. Ich versuche das möglichst vorsichtig zu machen, nicht, dass ich hier in den Karton selber reinschneide. Also das ist natürlich nur die Außenverpackung. Und darum geht das Ganze. So, das hier kann wieder weg. Der Novak Agate im Originalkarton. Mal meinen Kakao näher ranholen. Diesmal ohne da was umzuschmeißen. Bin da gerade so geschickt dran vorbeigegangen, dass ich erstmal dann abgewackelt habe hier. So. Schachcomputer für Einsteiger und erfahrene Schachfans. So, das Messer erstmal wieder weg. Zack, mein Unboxing-Messer. 64 Spielstufen. Interessanterweise, das finde ich so interessant hier, ist jetzt, das kommt uns doch bekannt vor hier, vom Deutschen Schachbund empfohlen, nachdem Seitig wohl keine Lust mehr hatte, den Kooperationsvertrag mit dem Deutschen Schachbund weiterlaufen zu lassen, hat Novak das wohl gemacht. Das Interessante, finde ich, an diesem Gerät ist, und das ist für mich quasi... sehr wichtig bei so Schachcomputern. Er hat ein Display. Darauf lege ich schon mal sehr großen Wert. Dann, da ist nirgendwo was am Stehen. Schachcomputer für Einsteiger und erfahrene Spieler. Wissenswertes zum Schachcomputer. Anwendung. Die zeitgemäße Herausforderung für Denksportfans mit 64 Spielstufen. Ideal für Einsteiger und erfahrene Schachfans. Einfache Bedienung des Sensorschachbretts. Ausführung. Drucksensorbrett mit LCD-Anzeige.
64 Spielstufen für Trainings- und Turnierspiel. Große Öffnungsbibliothek mit über 8500 gespeicherten Halbzügen. Das ist wirklich sehr viel. Das ist mehr wie der MM4 oder MM5, also ohne Eröffnungsmodul gespeichert haben. Trainingsfunktion und Zugverschlag, besonders für Anfänger interessant. Mehrfache Zugrücknahme möglich. Ja, das ist natürlich gut ausgedrückt hier. Letzte Partie bleibt bei eingelegten Batterien auch nach dem Ausschalten gespeichert. Das heißt, es müssen aber Batterien eingelegt sein. Da habe ich immer so ein bisschen ein Problem mit, dass wenn man so ein Gerät doch etwas längere Zeit nicht benutzt, dann habe ich immer so das ungute Gefühl, die Batterien könnten auslaufen, das Gerät beschädigen. Deswegen bin ich so nicht so der Fan von Batterien. Inklusive Spielsteinen mit Aufbewahrungsbeutel, Netzadapter und Bedienungsanleitung. Ich glaube, der Netzadapter ist bei dem Gerät allerdings nicht dabei. Weil warum sollte man sonst dabei schreiben, dass man Batterien schon dabei getan hat? Man hat hier ein Pflaster hier genommen zum Zumachen. Ich krieg's ja wieder ab. So, das ist ja dann kein Problem. So, das weg. Ich kann das Messer wieder weg. Ich dachte, ich müsste das durchschneiden. War aber nicht so. So, dann machen wir es mal auf. Der Aufbewahrungsbeutel schon mal nicht da, obwohl ist da. Sind die rausgefallen? Darmdesign bitte nicht werfen, wohl ja, großzügig überhört, überlesen oder was auch immer. Da haben die Dinge trotzdem durch die Gegend geschmissen wie die Weltmeister. So, dann. Aber das ist ja zumindest ist ja noch. Die Styropor-Ummantlung vorhanden. So, weiter ist nichts drin. Ich bin da ganz vorsichtig mit dem Nachgucken, ob da auch wirklich nichts mehr drin ist. Ich habe mal ein Gerät erhalten. Der Milano war das, glaube ich. Da habe ich gedacht. Ich glaube, der Milano kann auch sein, der Master Chess. Weil er hatte dann geschrieben, da wären. Hallo. Da waren so flache Figuren, so wie so Demo-Brettplättchen bei gewesen. Und der hat geschrieben, die wären dabei gewesen. Mit der Anleitung sogar. Aber ich habe es wohl aus Versehen weggeworfen. Weil ich hatte gedacht, wenn schon, da war so eine Manda Milano war das. Da war noch so eine Haube zum Draufmachen drauf und das soll aber im Paket drin gewesen sein. Aber sei es wie es sei, mit der Anleitung, so gut erhalten. Die Batterien, die nehmen wir mal wohlwollend wieder raus. Wie viele? Das hat er auch nicht sehr gut gemacht hier. Weil normalerweise ist das nämlich dieses Band, das ist normalerweise dafür gedacht, um die Batterien leichter rauszukriegen. Und dann, was ist denn los hier? Genau das soll nämlich damit vermieden werden hier. So. So, Batterien. Eigentlich brauche ich gar keine Batterien, muss ich ehrlich sagen. Die hat er wohl nur dabei getan, damit man das Gerät benutzen kann. Ja, jetzt habe ich noch mehr Batterien. Ich hatte normalerweise, oder eigentlich, die Batterien, die ich hatte, alle weggebracht, bis auf die aufladbaren Batterien. Ich habe eine Ladestation, deswegen habe ich dann doch lieber die Ladebatterien. Novak Agate 9602 9 Volt DC 40 mA maximal, 360 mA maximal. So, dann brauche ich doch hier den Stecker. Man merkt schon, ich habe hier nicht den wahnsinnigen Platz. So, es ist ja alles ein bisschen platzmäßig eng gebaut. Ich hoffe wirklich, dass er alle Figuren dabei getan hat. Da bin ich immer. Das ist immer so der Knackpunkt. Ich meine allerdings, wenn, dann sollte man nicht beischreiben, dass man alle Figuren dabei getan hat. Das ist nämlich das, was mir dann so sauer aufstößt, wenn es nicht der Fall ist. So.
Das hatte ich nämlich beim Companion 3 von Zatec. Da stand nämlich auch bei, alle Figuren dabei. Und dann packe ich den aus, dann fehlen da 5 Figuren. Also wollte in die Bewertung reinfließen lassen, dass da 5 Figuren fehlen. Aber ich, wenn man sowas abschickt, dann sollte man doch bitte wenigstens darauf achten, ob alle Figuren dabei sind. Oder was ich auch schon, gesehen habe, letztens ein total wahnsinniger so. Den erst schreibt er Mephisto Mondial, obwohl es da Super Mondial war. Dann macht er so ganz viele Fotos davon und will wahnwitzige 249 Euro dafür haben für das Gerät. Und da sind so neben links und rechts sind die Figuren. Da sieht man genau, dass einer der Türme defekt ist. Also nennen wir es mal die Burgmauer außenrum, die war schon etwas zerbröselt. Also wenn ich da nur einen kaputten Turm dabei gebe und dann noch wahnwitzige Preise haben will, als wäre es hier, keine Ahnung, hier das 7. Weltwunder, dieses Gerät. Und es ist eigentlich nur ein, ich will es nicht schmälern, das Gerät. Es ist ein nettes Gerät, aber doch keine 249 Euro. Mal ganz ernsthaft. Ich habe immer ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was das für ein Schachcomputer umgerechnet für einen Wert ist. Ich habe für 166 oder 169 Euro habe ich mir das Exklusivbrett gekauft mit Figuren, top, aber ohne Module natürlich und ohne Netzteil, nur eben das Exklusivbrett. Aber top erhalten, super im Aussehen, ist jetzt der Vancouver drin für 169 Euro. Und dann, wenn man nicht rein theoretisch noch ein Modul dabei kaufen würde, dann hätte man da mehr. Und er wollte, will für den, übrigens das Täschchen hier, er will 249 oder was haben für den Supermondial. Da fragt man sich wirklich, auf welchem Planeten manche Leute leben. So, und hier bei diesem Netzteil, da stand sogar bei, wo ist jetzt der Anschluss hier? Was ich aber sehr schön finde, er hat einen Ausschalter. Bei manchen Zytex ist das so, die haben keinen Ausschalter. Er macht das Gerät am Netz an, dann starten die automatisch und machen diesen Selbsttest. Ja gut, heutzutage kann man dahergehen, das gibt da diese kleinen Stecker, die man in die Steckdose reinmacht und dann kann man die einen ausschalten. Dann nimmt man das eins als einen Ausschalter, das geht ja dann auch. So, dann machen wir den mal an. Er läuft. Die Anleitung wieder mit verschiedenen Sprachen hier. Es ist jetzt kein 7. Weltwunder oder sowas hier. Deswegen, wie schon erwähnt, werde ich das wohl so machen, dass ich Möglichkeit B hatte ich noch gar nicht erwähnt. Möglichkeit A war quasi die Geräte, den Gegner ohne Permanent Brain rechnen lassen, mit 5 Sekunden pro Zug und ihn dann auf 30 Sekunden pro Zug rechnen lassen. Dass er quasi wie ein 12 MHz auf 5 MHz, er quasi wie ein 12 MHz Gerät bei 5 Sekunden pro Zug spielt. So war das Ganze. Oder eben den MM1 zum Beispiel. Da nehme ich eben MM1 Stufe 1, dass der MM1 dann hauptsächlich auf seinen im Permanent Brain rechnet. So ist das dann. So kann man das vielleicht auch machen. Ich teste das mal. Den. Oder man fängt den MM5 auf Stufe 0 gegen. Und dann muss eben der Permanent Brain das richten, die Zeit lang, die er für seinen Zug braucht. Ich wollte doch eigentlich nach den Level gucken. Jetzt packe ich die hier hin und dann packe ich die wieder weg. Erklärt werden natürlich wie immer hier in warmen Worten die Schachregeln. Die Stufen. A1 bis A8 ist hier 60 Sekunden bis 240 Sekunden. Dann gibt es hier. Warum wird das nochmal erwähnt? Und dann steht hier nochmal die Zeiten. C1 bis C8, 60 Sekunden bis 240 Sekunden. Diese Durchschnittswerte werden vom Computer benutzt zur Berechnung einer größeren Anzahl von Zügen. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen oben und unten? Da bin ich jetzt zu faul, das nachzugucken. Dann hier kann man auch machen Halbzüge Rechentiefe. Dann hier ein Halbzug plus ein Halbzug ohne Figur zu schlagen. Okay. Aber was hier nicht drin ist, das hat er nicht. Also, das hätte sich wahrscheinlich sowieso erledigt. Also Blitzstufen und sowas.
Spielstufen mit fest vorgegebener Rechenzeit. Diese Spielstufen haben eine fest vorgegebene Rechenzeit pro Zug. Der Computer wird immer genau in der vorgegebenen Zeit den Gegenzug, mit dem Gegenzug antworten. Also man kennt das vom Super Chess System 3. Man gibt 30 Sekunden ein und dann laufen exakt diese 30 Sekunden ab und exakt nach 30 Sekunden macht er seinen Zug. Also nicht Pi mal Daumen, mal mehr, mal weniger. Man gibt 30 Sekunden ein beim MM5 oder was und dann plötzlich rechnet er doch eine Minute für den Zug. Also hier ist es Fixed Time. Und dann hier, das ist wohl dann durchschnittliche Rechenzeit. Der Computer nimmt den Durchschnittswert der angegebenen Zeit pro Zug und zur Berechnung seines Gegenzuges. Gibt es nur einen Lösungsweg, so antwortet, ach so, das so antwortet er sofort. Das heißt also, das heißt dann bei der anderen Zeit, auch wenn er nur diesen einen Zug hat, dann macht er trotzdem 30 Sekunden. Das heißt, ich schlage die Dame mit Schach, der König muss wieder nehmen, weil er hat keine anderen Züge. Und dann macht er den hier sofort, bei dem anderen aber nicht. Lass uns einfach mal Level. Lass uns einfach mal A2 nehmen. Einfach mal aus Joke, um eine Partie zu machen. Also die Tasten, die kenne ich also schon von den anderen Novaks. Ich kann mal kurz gucken, ob hier auch hier. Ah, ist sogar hier. 16 Kilobyte ROM. 768 Byte RAM. Habe ich schon weniger gesehen, aber das ist auch nicht so viel. 8 MHz Taktfrequenz. Ach, der hat 8 MHz. Ich dachte, der hätte nur 2 MHz. Hier die Batterien, bla bla bla. 8500 Halbzüge, 25 Halbzüge Zugrücknahme. Sagen wir mal so, es reicht, um eine dreimalige Zugwiederholung zu erkennen. Dafür reicht es aus. Also ich habe noch nie eine Zugwiederholung gesehen, dreimal. Das meinetwegen im 50. Zug und dann im 68. Zug und sagen wir mal im 82. Zug die gleiche Stellung auf dem Brett ist. Das wäre eigentlich auch dreimalige Zugwiederholung. Weiß ich aber nicht so genau. Wie sieht das aus, wenn innerhalb von 30 Zügen und dreimal die gleiche Stellung aufs Brett kommt? Ist das dann auch dreimalige Zugwiederholung oder gibt es ein Limit, dass innerhalb einer gewissen Zugspanne die Züge dreimal wiederholt werden müssen? So, ich mache mal einen Zug. Die erste Partie ging, also 8 MHz, das ist schon interessant. Ich dachte jetzt, er hätte nur 2 MHz. Es lässt sich schon sehr gut bedienen. Es mag nicht der stärkste sein, aber es ist der erste Novak Schachcomputer mit brauchbarer Spielstärke. Also ich habe noch dieses Super Chess System 3. Ach, ich bin mal gemein. Oh, das ist interessant. Man lässt sich ja von Zeit zu Zeit von seinen Schachcomputern inspirieren und den Läufer C4, diesen C3 vor allem, auf D6, den habe ich von Mephisto Modula 1, der spielt den. Die Idee ist, wenn hier geschlagen wird mit dem Springer, dann gibt man erst das Damenschach, damit die Verbindung Dame-Springer schon mal da ist, also nicht Läufer schlägt, König schlägt und dann ist da ja nichts. Also erst Damenschach, egal wie er reagiert, es wird mit dem Läufer auf F7 reingeschlagen, der König nimmt und dann nimmt der Springer. Obwohl das auch nicht so jetzt so dramatisch gut sein soll. Er lässt sich sehr gut bedienen. Das finde ich schon mal sehr gut. Vielleicht hat er mit D3 gerechnet, zum Beispiel. B8C6. Also er macht auf mich optisch einen sehr schönen Eindruck. Dadurch, dass er ja komplett anders aussieht wie alle anderen Schachcomputer, die ich habe. Grob von der Form her sieht das so ein bisschen aus wie der Supermondial. Da müsste das Display aber links sein. Und dadurch, dass er hier die Bedienungselemente hat und nicht hier vorne, sieht er dann schon anders aus. Hier die LEDs hier an der Seite hier, das ist auch sehr schön. Ich habe auch Geräte, die keine LEDs haben. Zum Beispiel Hüstel Chess Genius Pro. So, und dann mache ich mal... er lässt sich sehr schön bedienen, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, ist von 96, was will man da erwarten? Da kann man natürlich nicht erwarten, dass der sie... Obwohl, ja, was soll ich da groß zu sagen? Chess Genius Pro, Hüstel. Kann man da nur wiederholen. Weil der hat ja, ist ja von 2000,
16, 15? Ich weiß das gar nicht so genau. Ich tippe mal eher von 2015, 16 rum. Weil es gibt ja noch diesen Chess-Genius vom Millennium. Der war ja noch davor. Die sind nicht sehr gut auszuführen, die Züge auf dem. Hat auch keine LEDs. Also das ist schon eine schöne Sache, muss ich ehrlich sagen. Also 8 MHz. Das ist wunderbar. Ich dachte wirklich gedacht, er hätte 2 MHz. Und was für mich bei dem Kauf sehr wichtig war, man hat ihr habt einen Wiki-Eintrag. So, das darauf wollte ich hinaus. Oder ein Schachcomputer-Wiki oder was in der Art das ist hier. Da hatte man mal geschrieben, das ist nicht das gleiche wie Wikipedia, sondern es ist ein Computerschach-Wiki, das ist wohl was anderes. Läufer G5 geht das. Springer E4, Läufer E7, ist ja nichts. Wenn hier ein Springer stände, dann würde Springer E4 gehen. Obwohl er jetzt Springer schlägt. Wohl auch nicht. A5, C6, er zieht sich wieder zurück hier. Auch die Figuren, die gefallen mir auch sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Vor allem die Springer sehen sehr schön aus. Ich mag das immer, wenn die so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und ich finde nicht, dass er totale Scheiße spielt, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er gegen MM1 doch bessere Chancen hat, als ich dachte. So, ich kann ja mal kurz hier eine Anleitung gucken. Oder gibt es verschiedene Geräte, verschiedene Novak Agate. 16 KB ROM, Read-Only Memory. Programmspeicher. Dann wissen wir auch, was hier abgezogen heißt. 768 Byte. Ja gut, das ist ein bisschen wenig. Random Access Memory. Ja, sei es wie es sei. Taktfrequenz 8 MHz. Betriebsspannung 130 Millivolt maximal. Das ist ja das Netzteil. Bei dem Netzteil, wo ich das gekauft habe, da standen sogar extra diese Schachcomputer bei, die kompatibel sind zu dem Netzteil. Und zum Beispiel Novak Superforte und so, die waren es nicht. Und der Agate stand aber dabei in dieser Liste. Sensorschachbrett. Koordinaten-LEDs und LCD-Anzeige. Extra Error-LED. Ah, hier. Spielstufen 64, löst matt in 6 Zügen. Habe ich eh nie gemacht. Öffnungsbibliothek, das ist das Interessante. 8500 Halbzüge. Das ist ein solider Wert, muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt nicht granatenmäßig viel, aber... ich meine, der MM4 hat ohne Eröffnungsmodul irgendwie 3600 Positionen. Also schon das Doppelte, mehr als das Doppelte. Zugrücknahme 25 Halbzüge reicht vollkommen aus, um dreimalige Zugwiederholung zu erkennen. Und so weiter. Habe ich das eigentlich gerade gelesen mit dem. Ach, mit den 8 MHz war da. Ja, Prozessor und so steht hier nicht. Ich tippe mal 8 Bit. Hier steht aber nirgendwo, dass er keinen Permanent Brain hat. Wenn das hätte, dann würde das ja in der Anleitung stehen. Da kann man sowas ja häufig abschalten. So, die Schachregeln. Nochmal die Spielstufen. Entzugrücknahme. Wahl der Farbe. Referee-Spielstufe. Ja, Schiedsrichter. Das Spiel auf dem. Der Sinn hat sich mir nie ganz erschlossen. Und warum man auf dem Schachcomputer gegen einen anderen spielen sollte. Vielleicht, wenn man nur Schachcomputer hat. Da will ich doch lieber eines meiner turniergroßen Bretter nehmen. Zugrücknahme, Wahl der Farbe. Seitenwechsel, Computerspiel gegen sich selbst. Hauptfunktion der Go-Taste. Stellungskontrolle. Trainingsfunktion, Zugvorschläge, Ton ein-aus.
Schachprobleme. Garantiepflege des Gerätes. Was ich auch gar nicht sehe, ist eine Infotaste. Das heißt, er scheint wohl nicht sehr informativ zu sein. Aber was mir auch gefällt, sind die Tasten. Das Design finde ich recht schick, muss ich sagen. Und wie gesagt, es ist da... Gut, ich habe das Superchess-System 3, das ist ja auch von Novak, aber lassen wir das mal außen vor. Das ist der erste brauchbar spielende Schachcomputer. Obwohl das Supersystem 3 immer ein Achtungserfolg mit einem Remis, zwar in totaler Pleitestellung, gegen Companion 3 geholt hat. Stand zwar total pleite, aber der Companion 3 war zu blöd zu erkennen, dass es 3 Millionen Zugwiderung war. Das Superchess-System 3 hat das gekonnt. Und das würde er auch können. Weil es so 25 Halbzüge zurücknehmen ist, sollte man schon mindestens haben. Dass das, wenn das schon steht, nur 8 Züge zurücknehmbar. Auch der Europa. Das ist teilweise, Weiß macht einen Zug, meinetwegen gibt einen Schach. Der König hat nur ein Feld, Weiß gibt wieder einen Schach. Und der König hat wieder nur ein Feld. Und dadurch dieses Hin und Herziehen auf direktem Weg dreimalige Zugwiederholung. Das erkennen die teilweise gar nicht. Selbst wenn es direkt nacheinander kommt. So, ich mache mal den anderen Turm. Also ich finde gar nicht, dass er so schlecht spielt, muss ich ehrlich sagen. Hier in dieser Stellung, wenn ich jetzt Springer auf C3 stände, und dann käme Springer E4 schlägt, auf Springer schlägt, wird der Läufer hängen, und wenn der Läufer auf E7 schlägt, wird der Springer geschlagen werden, die Dame und dann die Dame mit Schach, also da würde es nicht gehen. Also ich spiel mal kein merkwürdiges Schach, sondern normales Schach, also ich hau jetzt nicht auf G5 mit dem Springer rein. Und das stelle ich mir dann nicht so spannend vor. Springer H4. Dann würde tatsächlich Springer E4 schlägt gehen, weil der Springer nicht auf E7 nehmen kann. Also Springer H4, Springer E4 schlägt. Deswegen. Also sagen wir es mal so. Ich war auf alles vorbereitet. Ich war auch darauf vorbereitet, dass er totale Grütze spielt. Aber das ist gar nicht der Fall. Er spielt schon im akzeptablen Bereich. Machen wir mal F3. Die Figuren gefallen mir. Zum Beispiel, ich müsste jetzt die erinnern ein bisschen an den Satik-Figuren, aber da müsste ich jetzt so einen Arsch erheben, die Figuren holen. Aber da ist der Lippo ja, ihr werdet es sicherlich erraten, zu faul zu, der alte Sack. Ja, soll ich jetzt auf G4 nehmen, dann den Turm wieder auf die F-Linie zurück oder D4. Zumindest spielt er nicht so, dass er sich selbst zerbröselt. Also gegen den MM1, wenn ich mir das so ansehe, hat er durchaus Chancen. Weil der MM1 auf so einer niedrigen Stufe, der neigt dann schon mal dazu, sich selbst zu zerlegen. Aber dadurch, das Problem ist, ich kann nirgendwo Infos abrufen. Wenn ich jetzt irgendwo eine Infotaste hätte, dann würde man quasi erkennen, ob sich da was tut. Also meinetwegen beim MM1, bei Position pro Sekunde, dann sieht man, dass ich auch, wenn ich am Zug bin, seine Position die pro Sekunde erhöhen. Also rechnet er immer noch. Also Impermanent Brain. Es würde mich wundern, dass er das nicht hat. Also das ist so, das sind doch Geräte aus der Steinzeit, die sowas nicht haben. Also die kein Permanent Brain haben, dass es sowas überhaupt mal gab. Was mache ich denn jetzt? Nehme ich auf G4, dann nimmt der Springer H3, ich nehme auf G4. Also ich könnte mir vorstellen, dass er keinen hat. Das sieht man vielleicht daran, dass er hier nicht sofort kontert. Ich komme mit Läufer H4, Springer E4, Läufer E7 und wo will er daneben mit dem Springer? Springer D2, Läufer D8. Ich will natürlich den Springer rausnehmen auf F6, um den Bauern zu gewinnen. Meine Güte. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass er jetzt hier ich spiele mal den. Dass er keine Info hat. Gerade als Anfängergerät, da sollte man doch wenigstens irgendwo meinen, man könnte eine Infotaste drücken, dass man sieht hier,
Dass man zumindest sieht, ja, was er gerade rechnet oder irgendwas. Es ist halt ein sehr einfach gehaltenes Gerät. Ich wollte halt gerne den Novak haben. Dame. Ach, jetzt kann ich gar nichts machen, weil gefesselt. Okay. Läufer F2 will ich ja nicht spielen, weil der Sinn ist es ja, den G8 H8. Dann ziehe ich Oberseite. Also das ist ein bisschen schade, dass man keine Infotasten hat. F6, E4. Was macht der jetzt auf Läufer E7? Ich könnte aber den Gaul raushauen und dann auf E5 weiter mich bedienen. Läufer E7, Springer wohin? Springer F2 Schach oder irgendwas? Turm E7, dann den wegnehmen. Ich nehme mal hier weg. Wie gesagt, das ist ja eher eine Partie, um den mal laufen zu haben. Den muss ich jetzt aber wegnehmen. Ja, jetzt kann ich auf Turm E7 den Springer ja. Na, Dame F6 Schach. E5, D3. Okay, da muss ich jetzt einen Schach drauf geben. Ich glaube, irgendwie müsste das jetzt auch zum Matt führen. Das glaube ich nicht, dass er das lange überlebt. Also, das ist ja zwingend matt setzen. Dann hören wir schon mal das Geräusch, was er macht, wenn er matt geht. Matt. Ja, was willst du erwarten? Das war Level 3, das war hier. Was war das nochmal für 5 Sekunden pro Zug oder was das war? Da kann man jetzt auch nicht so die wahnsinnigen Weltwunder erwarten. Also wenn der MM1 so schnell spielen würde. Das war Level A3. 10 Sekunden pro Zug. Und hier. Zug kommt bei 10 Sekunden, also nicht hier circa. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie viel Programmspeicher da übrig bleibt nach den Eröffnungen. Weil der MM4 hat ja 32 Kilobyte Programm. Und 16 Kilobyte, das Eröffnungsmodul, hat 16 Kilobyte Programmspeicher. Das ergänzt es ja nicht. Mann. Sondern im setzt die Eröffnung des Moduls außer Kraft. Also die 20.000 Positionen, whatever da drauf ist, haben 16 Kilobyte. Also sagen wir mal 8 Kilobyte wären das und 8 Kilobyte für das Programm. Also die Eröffnung wären dann so ungefähr 8 Kilobyte, ich weiß es nicht genau. Und der Programmspeicher selbst nochmal 8, finden wir aus 16. So, da bin ich mal gespannt, wie er sich hier schlagen wird gegen den MM1. Also man kann es auch gar nicht nachprüfen, ob er permanent Brain hat. Mir hat jemand geschrieben und ich vertraue dem mal, dass das stimmt, dass er kein permanent Brain hat, weil ansonsten würde er ja auf bestimmte Züge direkt antworten. Daran erkennt man das, ein permanent Brain. Man überlegt seinen Zug, macht einen Zug und dann sofort antwortet der Computer. Dann hat er im Hintergrund auch weitergerechnet. Das soll ich großartig sagen. Ich finde die immer alle super beim ersten Unboxing und dann später zeigt sich, was die wirklich können. Also gegen MM1 wird das spielen. Mann. Gegen Mephisto Mirage wird das spielen. Vielleicht sogar gegen das Super System 3. Gegen Europa. Companion 3. Vielleicht sogar gegen den Orion. So in der Preisklasse. Also ich erwarte jetzt nicht, dass er gegen MM4 was holt. Obwohl, könnte er auch sein. 8 MHz. Wir werden es erleben. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich finde, das ist eine gute Sache. 35 Euro habe ich bezahlt. Also inklusive alles, also inklusive Versand etc. Also was ich, der Komplettpreis, den ich bezahlt habe, war 35 Euro. Netzteil war nicht dabei, das ist, muss ich dazu rechnen. Das war 16 Euro noch dazu. Wären 45.
51 Euro inklusive Netzteil. Na, so lohnt sich das auch nicht. Was soll ich groß sagen? Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das Gerät habt, was ihr davon haltet. Hier die Originalanleitung noch dabei, kann ich also dabei legen fürs Thumbnail. Tschüss, bis zum nächsten Mal.